Mitten in München regt sich Widerstand. Und zwar hier in der Verhandelbar, einem improvisierten Pavillon in der Nähe des Justizgebäudes, das in einem Jahr leer stehen könnte, weil ein neues gebaut wird. Circa 24.000 Tonnen in Beton gebundenes CO2. Der Abbruch ist noch nicht vom Tisch. Ihn will eine Initiative aus Architektinnen, Städteplanern und Künstlerinnen rund um Jan Fries verhindern. Also im Kern der Sache geht es darum, dass wir aus Klimagründen nicht mehr neu bauen sollten, sondern die bestehenden Räume besser nutzen sollten. Ich wohne direkt hier drüben in der Kreitmeierstraße. Ich würde mich natürlich als Anwohnerin wahnsinnig freuen, wenn dieses Gebäude, was mich jetzt schon seit 27 Jahren eigentlich begleitet, auf irgendeine Art und Weise geöffnet wird. Um den Dialog anzuregen, hat das Kollektiv einen Open Call, einen Ideenwettbewerb ausgelobt. Reagiert haben rund 120 Stadtbewohnerinnen. Prämiert wurden 13 Einreichungen. Ich wünsche mir für das Justizzentrum Apartments, die man vielleicht auch zusammenschließt zu größeren Wohnungen. Anlaufstelle für junge Menschen. Unzählige Nutzungsideen. Zuständige Bauverwaltung, die BewohnerInnen intensiv beteiligt. Und viel Utopie, ein Zentrum für Wasserwirtschaft. Und die Kosten? Man kann halt nicht alles gleich abbügeln mit der Kostenfrage. So, das führt zu so einem Pessimismus, der, glaube ich, in der Diskussion über die Zukunft nicht hilfreich ist. Es war ja auch erstmal ein Ideenwettbewerb. Und ob das jetzt konkret genauso umsetzbar ist, ist erstmal zweitrangig. Allein in München stehen aktuell rund 1,5 Millionen Quadratmeter Bürofläche leer. Manches nur temporär, doch vieles könnte sich in Wohnraum umwandeln lassen. So könnten in den 7 großen deutschen Städten mindestens 20.000 Wohnungen entstehen, hat die Immobilienberatung JLL berechnet. Doch in der Realität passiert kaum etwas. Ganz, ganz selten wagen sich Investoren doch an Projekte, wie hier im Münchner Werksviertel, wo einst das Unternehmen Pfanni seinen Sitz hatte. Im Werk 1 war früher die Verwaltung. Dem Pfanni-Erben liegt viel am Erhalt des Gebäudes. Die Kosten für den Umbau stehen nicht im Fokus. Es lohnt sich für, wenn man in Generationen denkt, der Urenkel, dann lohnt es sich, weil dann sind die Erstellungskosten das eine, aber die Freude an einem lebendigen, tollen Quartier, das eben aus der Historie heraus eine Zukunft hat, ist am Ende des Tages viel wichtiger als nur die Erstellungskosten. Die alte Bausubstanz erhalten und daraus Wohnungen schaffen, das soll Architekt Dionys Ottl. Er sieht seine Aufgabe darin, Potenziale zu finden. Jetzt gibt es da einen romantischen Gedanken, das ist halt eine persönliche Leidenschaft, die habe ich schon seit meinem Studium und eigentlich auch schon davor. Ist einfach ein schönes Haus aus einer Zeit mit ganz fantastischen Details. Also das mag man jetzt schön finden oder nicht hier, diese Kartoffelernte auf den Fliesen, aber das andere ist natürlich, es ist bereits da. Es hat seine Existenzberechtigung, es war immer funktionstüchtig. In Häusern stecken Potenziale, man muss sie nur entdecken, das ist wie mit Kindern. Das Haus stammt aus dem Jahr 1955. Damals war Baumaterial knapp. Die Decken sind hauchdünn. Die Herausforderung ist, es fit zu machen für heutige Bedürfnisse. Schallschutz, Brandschutz, Barrierefreiheit. Seinerzeit waren das natürlich alles keine Aspekte, die wir da zu berücksichtigen, also die damals zu berücksichtigen hatten. Es war noch egal, ob ich den über mir höre oder nicht höre. Jetzt ist es uns nicht mehr egal. Das ist so insgesamt die Herausforderung. Rund 3.900 Normen im Bauwesen. Architekten können leicht verklagt werden. Unsere zwei großen Probleme sind die Excel-Tabelle und die Juristerei. Wir bauen auf einer Gesetzgebung auf seit über 100 Jahren und packen immer noch ein Gesetz obendrauf und noch ein Gesetz obendrauf. Das könnte man wegschmeißen. Ja? Das können wir mal entsorgen, zu Altpapier machen. Ja? Wir machen einfach eine neue Gesetzgebung, die es den Menschen leichter macht, Verantwortung zu übernehmen. Trotz der Hürden, Dionys Ottl, geht es beim Werk 1 nicht um irgendeine Sanierung. Es ist für uns jetzt ein prototypisches Projekt, fast schon ein Forschungsprojekt. Wir stecken sehr viel Arbeit da rein, ja, die jenseits von irgendwelchen Arbeitsstunden verrechnet werden können, um eben so eine prototypische Entwicklung mal anzugehen. Das ist die Zukunft, da sind wir überzeugt davon. Ressourcen weiter zu verwenden und nicht jedes Mal wegzuwerfen. Doch davon ist die Baubranche noch weit entfernt.
6 Kilometer weiter, Neuperlach im Münchner Süden. Früher galt hier die klassische Trennung zwischen Wohnquartieren und Bürostandorten. Doch so will niemand mehr leben oder arbeiten. Hennig Kiesewetter will als Projektleiter über 38.000 Quadratmeter Bürofläche zu neuer Lebensqualität erwecken. Ich will 24 Stunden, am besten 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, auch eine gewisse Bewegung in diesen Arealen haben und nicht meinetwegen 5 Tage die Woche zu normalen Geschäftszeiten eine Büronutzung und dann in den übrigen Zeiten verwaiste oder relativ leere Gewerbegebäude. Wo jetzt noch Büroräume sind, sollen 380 helle und freundliche Wohnungen entstehen. Der Weg zur Arbeitsstelle soll nicht weit sein. Und Kolleginnen und Kollegen trifft man noch zum Sundowner auf der neuen Dachterrasse. Doch der Weg bis zur Baugenehmigung ist noch weit. Bei einem Projekt dieser Größenordnung müssen viele Gutachten eingeholt werden. Zum Thema Mobilität, Klima, Verkehr, auch Kitas müssen gebaut werden. Einfach abreißen und neu bauen wäre sicher leichter. Es geht hier auch um graue Energie. Es geht um die Energie, die verbaut wurde, also um den Beton, das CO2, was hier auch in der Konstruktion drin ist. Und das ist einer der Gedanken dieser Umnutzung. Aber nicht nur der Klimawandel spielt eine Rolle, auch wirtschaftliche Überlegungen. Da werden Nachhaltigkeitskriterien immer wichtiger. Wir müssen auch für unsere Investoren in der Lage sein, die entsprechenden Nachweise dafür zu erbringen, dass diese Anforderungen eingehalten werden. Diese Anforderungen sind in den letzten Jahren zunehmend schärfer geworden. Daraufhin haben wir uns eingestellt. Und das ist einer der Gründe, warum wir uns eben mit diesen Themen hier so auseinandersetzen. Auch die Politik hat die Notwendigkeit von Umwandlungen erkannt und will handeln. Wir haben jetzt aktuell im Bundestag die Novelle des Baugesetzbuches, wo wir es einfacher machen, umzuwidmen Gewerbestandorte in Wohnstandorte. Und wir starten ab nächsten Jahr auch noch mal ein Förderprogramm Gewerbe zu Wohnen, weil das natürlich auch einen Kosten verursacht. Zurück zu Jan Fries und Lena Willimek. Sie wollen, dass sich noch mehr Menschen mit dem Thema auseinandersetzen und vor allem wollen sie den Umbau umsetzen. Bei den Überlegungen, was konkret mit dem Münchner Justizgebäude passieren kann, haben sie Maximilian Joost kennengelernt, ein Architekturabsolvent, der Träume realisieren will. Ich sehe in den oberen Geschossen wirklich gute Wohnungen. Ich träume auf jeden Fall von der Dachterrasse. Ich schaue gar nicht so weit hoch. Für mich ist es eher hier so dieser Vorplatz und dieses Eck auch mit der Cafeteria. Maximilian Joost hat sich intensiv mit dem Bau beschäftigt und seine Masterarbeit darüber geschrieben, wie er sich optimal nutzen ließe. Das Ergebnis: Künftig könnten 240 Menschen im Justizgebäude leben. Ich glaube, dass ich schon gezeigt habe, dass da drinnen auch auf jeden Fall ein sehr lebenswerter, qualitativ hochwertiger Wohnraum möglich ist und dass das gar nichts von dieser einschüchternden Wirkung, die es jetzt gerade von außen hat, haben muss. Ästhetik ist das eine, aber Maximilian Joost will auch verhindern, dass die graue Energie, die im Justizgebäude steckt, unwiederbringlich verloren geht. Wir haben jetzt die Möglichkeit, beispielhaft was auf die Beine zu stellen, was eben belegt, dass es funktioniert. Und es braucht eben die Belege, um zu zeigen, dass es funktioniert und andere Leute davon zu überzeugen, dass sie das bei sich selber auch versuchen. Also ich sehe da schon irgendwie eine Vorbildrolle. Überall in Deutschland stehen Büros, Fabrikhallen oder Industrieetagen leer. Viel Potenzial für Wohnraum, wenn alle den Willen haben, Raum kreativ umzuwandeln.